Ja, wir sind wieder mal am Asklepios-Klinikum, stehen hier vor Weihnachtsbaum und Frau Dami, es ist ein ganz besonderer Weihnachtsbaum und es ist zum zweiten Mal diese Aktion. Und jetzt erfahre ich, was sich dahinter verbirgt. Genau, hallo. Es ist das zweite Jahr, dass wir diesen Weihnachtswunschbaum umsetzen, der tatsächlich für Kinder, die in Not sind, aus dem Frauenhaus, aus dem Kinderheim, aus der Caritas oder auch von der Tafel, der Weißenpfalzer Tafel und Naumburger Tafel, hier tatsächlich Weihnachtswünsche hängen in verschiedener Form, alles selbst gebastelt, ganz hübsch gemacht. Und die Kinder haben hier ihre Wünsche abgegeben und unsere Mitarbeiter haben die Möglichkeit, einen kleinen Wunsch zu erfüllen und als Wunscherfüller für Weihnachten tätig zu werden und somit auch den Kindern eine kleine Freude zu unterbreiten. Und die Aktion läuft bei uns jetzt das zweite Jahr tatsächlich, diesmal vom 1. bis zum 18. Dezember. Und dann gibt es auch eine persönliche Übergabe an das Frauenhaus, an die Einrichtung, an das Heim. Und die Kinder freuen sich dann tatsächlich sehr drüber, dass auch wir hier von der Klinik auch dran denken und einen kleinen besonderen Akt damit auch für die Kinder zu gute Kunden zu Weihnachten. Da ihr das jetzt zum zweiten Mal macht, gehe ich davon aus, dass das im vergangenen Jahr toll angenommen worden ist. Es ist sehr, sehr gut angekommen. Es war tatsächlich, nachdem wir das angebracht hatten, knapp nach 2 Wochen waren alle Zettelchen weg und auch jetzt geht das relativ schnell. Die Nachfrage war tatsächlich auch sehr groß schon. Und die Nachfrage kam auch von außen. Wir werden das aber tatsächlich erstmal hier nur in der Klinik jetzt umsetzen, weil die Mitarbeiter da tatsächlich auch sehr viel Wert drauf legen. Und wir haben hier knapp 100 Wünsche dran. Also auch eine gute Menge. Kann man schon mal so hören, was sind denn so für Wünsche? Ja, die Wünsche sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Teilweise auch von einer Strumpfhose über Matchbox-Autos, über die klassischen Kinderspielzeugsachen, die jetzt in sind, bis hin auch zum Amazon-Gutschein oder auch zu Parfüm, weil wir haben natürlich auch Jugendliche dabei, die im Heim sind und auch in Not sind, und die natürlich dann auch sagen, ich bin jetzt gerade in der Phase, ich würde mich gerne vielleicht ein Parfüm oder ein Deo oder ein Duschbad auch freuen. Es sind aber auch ein paar Frauen auch hier mit dabei beim Wünschen, die halt aus dem Frauenhaus kommen, die natürlich dann auch gerne mit bedient werden. Ja, und wer hat den Baum geschmückt? Und ich sehe hier so neckische Sachen auch dran, die müssen ja auch irgendwo gebastelt worden sein. Genau, in viel Mühe und viel Kleinarbeit hat das tatsächlich unsere Klinik für Kinder- und Jugendpsychosomatik und Kinderklinik gebastelt mit den jugendlichen Kindern, die bei uns auf Station sind. Die haben diese kleinen herrlichen Kugeln und Engelchen auch gebastelt, alles in Handarbeit tatsächlich und dann auch tatsächlich auch gemeinsam natürlich geschmückt. Wirklich viel, viel Mühe gegeben und da waren die Kinder sehr fleißig mit dabei. Und mit Sicherheit stolz. Auf jeden Fall. Nachdem der Baum dann leuchtete und an war und alles fertig war, war das ein sehr schönes Ergebnis für die Kinder. Eine ganz tolle Geschichte. Ja, was wünscht man? Weiterhin viel Erfolg, dass die Kinder, die Jugendlichen, wir haben es ja gerade gehört, auch Jugendliche, sich freuen über ihre Geschenke dann. Ja, super. Dankeschön. Sehr gern. Schöne Weihnachten.